So, Leute, was geht? Hier ist Maschine und Marsch Games TV und wir spielen mal weiter. The Witcher 3 Wild Hunt, Hearts of Stone. Und wir wollen jetzt die weitere Hauptstory-Mission machen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich muss mal kurz auf die Quests gucken. Sesam, öffne dich. Wir haben nochmal, noch eine Mission, aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Ach ja, Greifenschulden aufs Rüstung kann ich auch mal machen. Abgeschlossen. Bin mal gespannt, wie viele. Eieiei. Puh. Yep. So viele Missionen gibt es bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und zusammen mit The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone. Und da kommt nochmal Blood and Wine. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber das kommt erst in 2016 heraus. Bis dahin hoffe ich mal, dass ich mit der Witcher 3 überhaupt fertig bin. Also mit dem jetzt Hauptspiel. Aber wir wollen jetzt natürlich mitkriegen und jetzt weiter erfahren, was in der Geschichte passiert. Und ja, lass uns mal jetzt da rein. Oha! Ich sage dir, unzüchtiger Halbling, dass du die Tür zu öffnen hast. Was will dir denn? Ordentlich Flamme der! Flamme raus, jetzt schon wieder! Ja, verbrenne hier. Oh, Mann. Aha. Oh. Dass der mich jetzt nicht getroffen hat. Oh, wei. Nicht gut. Ja, komm mal her. Oh. Ja. So ist das. Aber die haben sowas von viel Leben, alter Schwede. So, nochmal brennen. Also brennen ist das beste, glaube ich, Magie, was der Hexer haben kann. Mit Quen. Was? Habt ihr das gesehen? Willst du mich verarschen? Was war das denn? Er hat mir ganzes Leben weggeklaut. Das kann doch nicht sein. Ey, das kann doch echt nicht sein. Er hat mich nicht mal richtig getroffen. Er hat dir das ganze Leben weggehauen. 75% des Lebens hat er mir weggehauen. Ey, ich meine, was ist das für eine Schweinerei da? Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Guck mal, wie viel Leben die einfach... So wenig Leben werde ich einfach so weghauen. Na, mein Freund. Mann. Was ist jetzt los? So, weiter. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig gerade, was ich mache. Aber ich muss das machen, weil die sind sowas von mächtig. Guck mal. Du so wenig. Nur... Ah, hab vergessen. Ich wollte Quinn eigentlich einsetzen. Aua. Dieser Finisher konnte echt tödlich werden. Für mich. Verdammt. So. Der sollte gleich easy peasy gehen. Oh, ja. Verdammt. So, komm jetzt. Ich will jetzt nicht wieder... Oh, ja. Ich wollte das jetzt nicht wieder wiederholen. Okay, gut. Dann lass uns jetzt mal erfahren, wer da drin ist. Ach doch, dieser... Der hier. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Ja. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Was? Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln? Okay. Man merkt, da hat er schon viele Male das erlebt. Lass uns mal einfach das machen. Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Und ich trinke auch mal was kurz. So, ich musste kurz was trinken. So, wir können jetzt mal da runtergehen. Okay.
Oh, diese Besänftigung nervt mich irgendwie. Fremder. Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Lass uns erstmal ein bisschen Fragen stellen. Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Alter Schwede. Was für ein scheiß intelligenter Typ, ey. Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du nicht dabei? Junge, seht ihr überhaupt sein Gesicht? Er hat keine Emotion, ey. So ein Spasti. Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fenster mehr. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus runter. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Also, wir müssen da... Klingt furchtbar. Lass mal machen. Klingt grässlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Na schön. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wenn wir uns entspannen. Ich bitte dich, eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen. Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind zu viele, wir könnten gesehen werden. Boah, ey, Leute, diese Musik, ne? Alter Schwede.
Gut. Wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Das heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwin, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt von Hans von Sidaris, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Verdacht erregen. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gall, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxford. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich versucht er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Wow. Wirklich wow. In diesem Moment kann ich sagen, dass DLC von The Witcher 3 Hearts of Stone ist einfach das wird mir irgendwie schwer zu sagen, ist auf jeden Fall epischer als ja, The Witcher 3 Wild Hunt. Ganz einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber das ist einfach so. Ja, ich würde mal sagen, 16 Minuten. Ja, wir machen mal erstmal das erste. Entweder Hugo oder Eveline. Eveline. Hugo kennt ich, glaube ich. Ich bin jetzt nicht sicher. Scheiße. Wir machen mal Eveline. Irgendwie mag ich die mehr.
Obwohl, Hugo, ach du Scheiße, Mann, diese Entscheidungen, oh, die regen mich so auf. Mann, ich würde die am liebsten beide nehmen. Ah, lass uns mal die nehmen. Oder Hugo. Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, Mann. Bei Hugo hört sich auch irgendwie cool an, aber ja, lass uns mal zu Evelyn Gallo gehen. Ich meine, die ist auch ganz nett. Und die ist ja nicht weit. Von daher nehmen wir sie auch. Beziehungsweise versuchen wir mal, sie zu überreden. Ach, da ist sie. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Fluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Tschüss. Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Lass mich raten. Ein Monster soll dran glauben. Irgendwo bestimmt. Aber hier nicht. Kann ich ausreden? Oder willst du weiter? Mist. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was? Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Nee. Lass uns darüber nachdenken. Weißt du, ich muss überlegen. Dann tu, was du tun musst. Weil ich möchte nämlich auch mal angucken den Hugo. Damit ich auch ein bisschen einen besseren Einblick bekomme. Dann gehen wir mal zu den Hugo, weil der Hugo interessiert mich auch irgendwie mehr als sie. Keine Ahnung warum. Er interessiert mich richtig. Weil, keine Ahnung, das hat mich irgendwie mehr so spannender gemacht, als er über ihn so gesprochen hat. Deswegen gucken wir mal. So. Ja, so darf man nicht denken. Ach so. 100 Meter ist ja gar nicht mal so weit. Scheiße. Er versteckt sich in seinem Haus. Mann, Mann, Mann. Naja, lass uns mal raten, was er da genau treibt. Klopfen. Hey, ist da keiner da?
Das stimmt nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht müssen wir ihn suchen. Das wäre ja auch scheiße. Oh, da sieht er ziemlich... Oh, oh. Der sieht jetzt ziemlich scheiße aus. Blut. Sieht nicht gut. Sieht sehr, sehr, sehr nicht gut aus. So, lass uns mal... Blut. Jemand hat sich den Kopf an dem Balken aufgeschlagen. Oh, oh. Na gut, dann lass uns mal untersuchen. Barfuß. Frische Spuren. Hm? What the fuck? Aber das müssen die nochmal reparieren. Das ist aber schon seit Anfang an, dieser Fehler. Schon gehört? Er hat endlich seinen Meister gefunden. Ja. Irgendein Halsabschneider. Schön. Hexer hat Junior gegeben, was er... Jetzt wieder mal... Sie an, Fuß. Oh, der ist irgendwo hier. What the fuck? Na, Kollege. Gauner. Oh, du scheiß Gnojo. Ah, so besser. Ja. Und schön brennen. Hey, ja, wusstet, was ich vorhabe. Guck mal, wie wenig... Oh. Wow. Das hat weh. Oh ja, das hat gesessen, wa? So, lieber mal ein bisschen Schwalbe nehmen, weil sonst verkacken wir das wieder. Das will ich nicht. Oi, oi, oi. So ein Pisser. Den wollen wir doch. Sitzt! Und brenne. Ja, sehr gut. Oh. Und zack. Und weg bist du. Du auch gleich. Okay. Na, da stirbt er natürlich nicht, schade. So. Von hinten. Nice. Oh, Noah. Ich dachte, so 1500 wird das schon. Nix da. Eieiei. Okay, wir nehmen mal später was anderes. Nämlich bisschen braten. Hahaha. Zack. Hugo hat Rüstung. Ich muss ihn finden. Schnell. Yep. Und wieder was lesen wahrscheinlich. Oh Mann. Verdammt. Ah, verdammt, ja. Das wollte ich auch gerade sagen, wenn ich jetzt was lesen muss. Oh, shit, Alter. Na, vielleicht gut, dass wir... Oh, damn, sag mir nicht bloß. Sag mir nicht bloß. Dein fucking Ernst. Nein. Nein. Oh, fuck. Scheiße, Alter. Hugo schläft bei den Fischen. Ich muss Eveline finden, kein Zweifel. Oh, damn. Oh, damn, Alter. Das ist hart. So, jetzt höre ich wieder. Und wir können jetzt weiterspielen und wir müssen jetzt mit Eveline Gallo jetzt einfach reden, weil... Ja, Hugo ist tot. Komischerweise. Was ich sehr schade finde, weil ich irgendwie ihn interessanter fand als...
Eveline. Okay, dann mal los zu ihr. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich bei einem Theatervorführung teilnehmen. Bin mal gespannt. So, Eveline. Hast du es dir überlegt? Mhm. Dann lass uns mal machen. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Tja, na gut. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Ha, okay. Nicht, dass wir jemanden töten, ey. Und nun, gute Leute, folgt einige Zeit später des Abends. Vor euch steht Gerald von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blatana und Bindegarn. Wow, Sahne! Alter Schwede, bist du hässlich. Psst, Gerald, Armbrust schnappen, ran an den Speck. Aha. Wem sollen wir denn treffen, Alter? Dein fucking Ernst! Hä, willst du mich verarschen? Warum kann ich nicht schießen? Ziel auf den Apfel, auf den Apfel! Oh shit, Alter! Oh fuck, Alter! Aha! Das kann ich auch. Ja, klar! Oh fuck, Alter! Ich dachte, ich habe ihn umgebracht. Ja, hast du noch welche? Scheiße, Alter, stell mal dir vor. Yeah, bin ich gut. Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Gerald von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! Eieiei. Ja, gut, dass ich ihm keinen Headshot gegeben habe. Puh. Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll. So ein kleiner Pisser. Ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? What? Noch eine. In der Nähe gibt es einen Kräuterkuppler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarbe-Extrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexe. Kann vielleicht was passieren, was mich sehr interessiert. Bin mal gespannt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt schön die Aufführung bei der Aufführung mitgemacht. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr angeschaut habt. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, mach's gut. Booyah!